Herzlich willkommen, meine lieben Minecraft-Topoden, bei der sagenumwobenen Folge 363 aus den UFO-Mann-Studios in Berlin mit dem super hammer geilen, krassen, obercoolen UFO-Mann. So viel zum Thema Selbstbeweihräucherung. Aha, okay. Wir werden ja hier kontinuierlich bedroht von Garsten. Aber jetzt kriegen wir uns scheinbar schon nicht mehr. Gleich sind wir in der Höhle da drin. Wir müssen wahrscheinlich nochmal um der Ecke bauen, um zu Ufotopia zu kommen. Bei Zeiten. Okay. Ist aber ein bisschen extrovertiert hier mein... Also so ein bisschen Symmetrie hätte ich doch wohl auch gerne. Hm? Gut, dann machen wir hier noch einen Stein rein. So. Zack, zack. Und ein paar Fäckelchen noch gesetzt. Zack und zack und zack. So. So, hier geht's weiter. Hier wird uns ja jetzt keiner den Arsch aufreißen, nehme ich mal an. Okay. So. 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 Ich höre sie, ich höre sie. Ihr hört sie bestimmt auch. Die Garste, ihr jammerndes Gurren, was mich ja auch irgendwie scheinbar locken soll. So. Guck mal hier, jetzt haben wir gar keine Arbeit mehr, weil wir uns hier reinfressen. Ja, doch ein bisschen schon. Dauert noch ein paar Sekunden, bis es hier entspannt wird. Füllen wir einfach alles hier mit dem Zeug auf, so. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach, ihr seht ja schon hier die Hand, hier mein neuer Skin. Warte mal, mein neuer Skin, kann ich euch den jetzt mal zeigen? Guckt euch mal meinen neuen Skin an. Sieht zwar irgendwie so ein bisschen Gronkh-mäßig aus, ist mir im Nachhinein aufgefallen. Das soll aber eigentlich ein Astronaut sein, wisst ihr? Das ist ein Astronaut. Na, guck mal, hallo, zeig dich mal, Astronaut. Ja, das soll eine Astronautenuniform sein, bloß er hat jetzt gerade keinen Helm auf. Und, bei uns früher in der sowjetischen Besatzungszone, da nannte sich ja das Kosmonaut, weil er in den Kosmos fliegt. Haben wir noch ein paar Steinchen? UFO-Männchen? Haben wir noch ein paar Steinchen? UFO-Männchen? Haben wir noch ein paar Steinchen? UFO-Männchen? UFO-Männchen? Haben wir noch ein paar Steinchen, UFO-Männchen, 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 UFO-Männchen. Zeig uns doch mal deine Steinchen. Sind die von Christ? So ein Mist. Dum, 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 dum. Irgendwas wollte ich euch doch heute erzählen in dieser Folge. Hatte ich schon erwähnt, dass es die sagenumwobene Folge 363 ist? Ihr merkt schon, ich fange jetzt hier wieder an rumzuspinnen. Ach ja, ich habe eine gute Mitteilung für alle meine Hardcore-Minecraft-Topoden. Minecraft aus den UFO-Mann-Studios kommt jetzt wieder täglich. Weil, ich hatte ja ein bisschen Platz gemacht aus platztechnischen Gründen für, ne, für Windborn. Windborn werden wir auch weiter spielen, aber nicht mehr so extrem. Wir hatten ja jetzt irgendwie abwechselnd Minecraft und Windborn. Und da wir jetzt die Spielmechanik eigentlich soweit schon mal erfasst haben, wird Windborn jetzt, das machen wir mal alles zu, so verschwenderisch, verschwenderisch. Dadurch wird Wind... Ein, zwei habe ich noch. Dadurch wird Windborn jetzt zwar noch kommen, aber nicht mehr so oft. Vielleicht sogar nur einmal die Woche, mal gucken. Vielleicht wird es auch ein Let's Show Windborn später, weil außer dass man jetzt mit diesen kleinen fliegenden Waldgeistern handeln kann, ist noch nicht so viel passiert. Außerdem gibt es da schon wieder ein neues Spiel, was ich im Auge habe. Aber lasst euch überraschen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was ich zuerst let's playen soll.
Also siehst du, kann ich ja mal ein bisschen zum Thema Let's Playen was erzählen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde immer mein absolutes Lieblingsspiel. Na los, los, los. Aua. Mein absolutes. Los. Kann ich den gar nicht auf die Schiene raufschieben? Doch, jetzt, jetzt. Bist du drauf? Ja, warte, warte, warte. Ich will mitkommen. Ich will mitkommen. Ich doch mit. Mein absolutes derzeitiges Lieblingsspiel, sagen wir mal. Außer Minecraft. Das brauche ich ja nicht erwähnen, dass es eins meiner Lieblingsspiele ist. Jedes Mal stoß ich mir hier die Oma, Alter. Jedes Mal stoß ich mir die Oma, Alter. Kann es sein, dass ich überhaupt gar keine Schienen mehr hier im Petto habe? Glas ohne Ende, aber keine Schienen. Da müssen wir nochmal kurz raus Schienen holen. Mal hoffen, dass es draußen nicht dunkel ist. Und da ist mein, zurzeit mein Favorit ist ja Banished. Oh, es ist dunkel. Hoffen, dass hier noch keine Monstrositäten in der Nähe sind. Und dadurch wird Banished weiterhin jeden Tag kommen, weil mir das einfach so einen Spaß macht, das zu spielen. Solange bis die Luft raus ist. Bei mir ist ja auch häufig so, wenn ich, solange bis ich die Spielmechanik verinnerlicht habe und dann wird es mir langsam langweilig. Ich bin jemand, der eigentlich Spiele nie bis zu dem sogenannten Ende durchzockt. Ich bin auch nicht der Typ, der alle Level schaffen will und solche Sachen. Ja, tut mir leid. So ist das aber leider. Guck mal hier, Netherstein. Lassen wir mal hier. Brauchen wir nicht mitnehmen. So. Warum kann ich ihn da nicht raufpacken? Ach, rote Wolle. Die rote Wolle sieht doch echt aus Netherstein. Wie langweilig. Das heißt einfach nur Netherstein das Zeug. Na, das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Das ist einfach nur Netherstein. So, jetzt nehme ich alle meine Schienen mit oder was? Naja, was soll's. Die brauche ich ja da unten alle. Gut. Und dann nehmen wir sogar einfach mal noch, falls wir noch welche haben, ein paar Steine mit. So. Okay, und jetzt. Ich habe ja gar keine Rüstung an. Ich bin ja nackt. Der nackte UFO, mein nackter Mann im Nether gesichtet. Schlagzeile. War es Gronkh? Der Skin sah ein bisschen so aus. So. Jetzt geht's wieder hinab in den Nether, meine lieben Freunde. Ich bin heute eigentlich ganz so gut drauf. Deshalb nehme ich hier gleich ein paar Folgen hintereinander auf. Und deshalb wird Minecraft jetzt auch wieder jeden Tag kommen. Jo, und da wird halt... Na, da wird... Minecraft wird dann... Du fahr schon, Mann, du alte Lore. Da wird Minecraft jeden Tag kommen. Jetzt, bis auf Weiteres, wird Banished jeden Tag kommen. Also das ist das Minimum, was ich euch anbiete. Und dann will ich aber zwischendurch noch abwechselnd, ohne Upload-Plan, hat sich irgendwie rausgestellt, kriege ich gar nicht auf die Reihe mit so einem komischen Upload-Plan, den einzuhalten. Da bin ich irgendwie viel zu sprunghaft für. Bis jetzt jedenfalls noch. Ah, jetzt brauchen wir wieder Schienen, okay. So, und dann brauchen wir noch die Dinger hier. So, gucken wir mal. Das war da ein bisschen so. Wo? Hier haben wir eine Antriebsschiene. Okay. Dann können jetzt erstmal wieder so 10 normale Schienen kommen vielleicht. So. So. Jetzt mal wieder eine Antriebsschiene. Lockere Jazzmusik verschönt uns die Bau. Den Bauabschnitt. Sagt man so? Bauabschnitt? Das Bauabschnittsverhalten. So, ich hab mal Bock auf Minecraft. Ich hab Bock auf Minecraft. Ich guck mir UFO-Mann LP an und lasse ein Abo da und ein Like und teilen und weitersagen und bei Facebook erzählen. Nein, war nur ein Spaß. So, okay, okay, okay. Es geht hier ab wie, ich kann es gar nicht beschreiben. Es geht unglaublich ab hier. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass wir prinzipiell schon mal in die richtige Richtung sind. Aber wenn wir dann irgendwann da hinten bei Block 200 sonst sowas an... Weißt du, was mir gerade einfällt? Weißt du, was mir gerade einfällt? Das ist doch die siebenfache Entfernung. Eigentlich könnten wir doch jetzt schon ein Nether-Tor bauen, oder? Wenigstens vielleicht, um mal oben zu gucken. Um mal oben zu gucken, welche Position wir dann oben haben, oder? Hey, warte, 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 Lore. Warte, Hannelore.
So. Ich habe auch noch gar nicht probiert, ob man durch ein Nether-Tor durchfahren kann mit einer Bahn. Kann man hier eine Schiene reinlegen? Nee, kann man nicht. Ich unterstelle mal, man kann nicht wirklich durchfahren. Mir wird ganz schwindelig. So. Jo, und dann kommt halt jeden Tag eine Folge Banished und jeden Tag eine Folge Meine Krafte und dann zwischendurch, also werden so drei Let's Plays. Eine Zeit lang hatte ich jetzt auch vier, aber man muss echt gucken, dass das nicht alles zu viel wird. Vielleicht mache ich doch einen Upload-Plan, ich weiß noch nicht genau. Naja, und dann fülle ich die halt, wenn ich jeweils drei habe, könnte ich halt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag immer ein anderes bringen und ansonsten noch die Festen und das ist alles gar nicht so einfach. Weil wenn das alles hier zu, ist ja auch für meine Zuschauer blöd, wenn das alles hier zu unübersichtlich wird. Apropos unübersichtlich, warte mal, was wollte ich denn jetzt? Obsidian, ich konnte es mir schon denken, ich habe das Obsidian wahrscheinlich zurückgebracht. Oh nö, ich habe gar keinen Bock jetzt nochmal zurückzufahren. Ne, hier ist es, oh Gott sei Dank, dann kann ich die Diamanten wieder ziehen. Ich dachte nämlich gerade, ich muss jetzt zurückfahren. Hätte ich hier nämlich gleich mal mitgenommen, die Diamanten. Obsidian. So, wir bauen jetzt ein neues Nether-Tor und gucken mal, was da ist. Haha. Ich freue mich. So, ja. Oh, mir wird ganz trieselig. Und da sind wir wieder im Nether und steigen in unsere Lore ein und fahren zum anderen Ende. Sehr schön. Und da werden wir jetzt mal schnell... bauen wir da einen Portalraum extra. Und abspringen. Aua. Die Lore fährt natürlich gleich durch. Klasse. So, warte mal. Ist jetzt die große Frage, ob man hier einen extra Portalraum noch baut dann. Ach, was soll's. Lass uns einen Portalraum bauen. Wir haben ja Zeit, wir haben alle Zeit der Welt für einen Portalraum. So. Ich weiß gar nicht, wie hoch der sein muss. Ich habe ja die Maße alle gar nicht im Kopf. Diese Portalraummaße. So, so. Klack. Würde ich mal hier so lang bauen. So. Ich hoffe, das reicht für ein Portal. So. So. Wir wollen natürlich auch... Du kommst jetzt mal kurz weg. Du auch. Wir wollen dann auch mal kurz... warte mal gleich. So, 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 so. Dann kann das eigentlich auch weg. So, mal einsammeln. Und so. So, vielleicht machen wir den Portalraum auch mal mit Fenstern. So, okay. So, und so. Und da knallen wir ein paar Fenster rein. So. Müssen wir auch ein bisschen Resthelligkeit von außen bekommen. So, 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 so. Also hier die fliegenden Bälle, die kommen hier schon nicht mehr rein. So, und hier bauen wir das Portal rein. Krass, wie wir sind. Außer dass ich schon wieder die Maße vergessen habe. Warte mal, dann nehmen wir mal. So. Dann hauen wir hier das weg. Okay. Ah nein, ich glaube, ich bin ein zu schmal, wa? Ja, wir fahren nochmal kurz zurück. Nein, das geht nicht. Wir müssen wieder aussteigen. Und wir müssen die Lore auf die Schiene raufschieben, wenn es denn geht. Ja, 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 aber, nimm uns mal bitte mit, Lore. Hannelore, so. Oh, ich muss mal kurz vorne gucken. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich für einen ganz verrückten Hund halten. Aua. Und abspringen. Ja, und wieder ein Kopf gestoßen. Guck mal hier, ach so. Warte mal, das ist dann 1, 2, 3, 4, 5 insgesamt hoch. 5 hoch, 4 breit. Gut, wir fahren wieder zurück und bauen 5 hoch, 4 breit. 5 hoch, 4 breit. Merken. 5 hoch, 4 breit, 5 hoch, 4 breit. 5 hoch, 4 breit, 5 hoch, 4 breit. Los, Fahrlore.
5 hoch, 4 breit, 5 hoch, 4 breit, 5 hoch, 4 breit, 5 hoch, 4 breit, 5 hoch, 4 breit. Feuerzeug hätten wir natürlich gleich noch mitnehmen können. Aber wir können ja nochmal zurückfahren. 5 hoch, 4 breit, 5 hoch, 4 breit, 4 breit, 4 breit, 4 breit, 4 breit. Dann müssen wir das hier nochmal wegnehmen. Aber wir können das ja hier eigentlich mit einbauen, was fällt mir gerade ein. So, 5 hoch, 4 breit, hol das Obsidian raus, Paule. Okay, Obsidian rausgeholt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, so. Nein, das war es noch nicht, oder? Dann sind das schon 5 dann? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Das müsste es sein, ne? So. Guck mal, siehst du, so kann man nämlich auch ein Portal bauen. Habt da wieder was gelernt hier bei UFO-Mann. Sieht ein bisschen komisch aus, aber geht, glaube ich. So. Müssen bald mal wieder Obsidian abbauen. Ich sehe schon, es ist nicht viel. Oder wir haben noch Vorräte in Pupsdorf. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. So. So. Hinter uns brennt was. Kann das sein, dass hinter uns was brennt? So, so, so. Dann hier noch die obligatorischen Portalraum-Ausleuchtungsfackeln. Die würde ich ja hier noch ganz gerne reinmachen. Guck mal, ach, wie hell. Das hier ist ein Portalraum. Ach, eine Helligkeit. Das gibt's ja gar nicht. Kann man eigentlich das Portal mit einer Fackel anzünden? Nee. So, 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 so. Und dann machen wir hier noch zu. So. So. So, wobei hier könnte man natürlich noch zwei Fenster reinmachen. Nee, du kannst leider nicht mitspielen. Du musst draußen bleiben. Garstiger Geselle. Mit euch habe ich ja auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Gute eher noch nicht. Man ist ja froh, wenn man seine Ruhe hat vor den lieben Netterschweinen. So, guck mal einer an. Guck mal einer an. So. Dich machen wir mal aus. Du nervst total. So. Hier noch zumachen, so. So, so. Guck mal, oh cool, jetzt haben wir alles zugemacht. Cool, hier geht der Tunnel da weiter. Oh, 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 der Tunnel geht da weiter, so. Warum ist das eigentlich alles so groß hier? Ja, gucken wir mal. So, und du, dich schiebe ich jetzt wieder auf die Schienen. Fahr mal ruhig weiter. Fahr mal ruhig weiter, weil wir machen nämlich jetzt hier, damit das Ding nicht wieder von der Schiene runterrutscht, machen wir jetzt mal hier. Zack, 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 zack. So, vielleicht so. So, dann müssen wir jetzt zurückfahren, Feuerzeug holen. Oh, und die Folge ist vorbei. Immer wartest du, wartest du? So. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.